Aloha und herzlich willkommen, meine lieben Souls-Freunde und solche, die es werden wollen, zurück zum Einsteiger-Guide von Dark Souls 3. Da es lange und oft gefordert wurde, liefere ich nun nach mittlerweile über einem Jahr, glaube ich, endlich auch die beiden DLCs Ashes of Ariandel und The Ringed City nach. Wir beginnen in der heutigen Episode mit dem ersten DLC Ashes of Ariandel. Wir haben hier unseren, ich zeige es mal kurz, unseren Beginners-Charakter, mit dem wir auch den Einsteiger-Guide gemacht haben. Wir sind aktuell Stufe 102. Und damit fangen wir auch gleich schon mal mit dem Wichtigsten an, wie ihr euch auf den DLC vorbereiten solltet, bevor ihr ihn antretet. Erstmal fangen wir mit unserer Charakterstufe an. Ihr solltet in etwa Stufe 100 haben. Wenn ihr das erste Mal spielt, solltet ihr etwa Stufe 100 haben, dann kommt ihr gut durch. Das heißt, ihr seid mit dem Hauptspiel fertig oder fast fertig. Also die DLCs haben etwa den Schwierigkeitsgrad wie der Erzdrachengipfel aus dem Hauptspiel, nur zur Orientierung. So, wie habe ich mich jetzt vorbereitet? Ich habe hier ein bisschen aufgeräumt in unserem Ausrüstungsmenü. Das schauen wir uns gleich mal an. Und zwar fangen wir erstmal mit den Waffen an, die ich mitnehme in den DLC. Ihr kennt aus unserem Einsteiger-Guide ja bereits das Söldner-Doppelschwert, das werden wir viel benutzen, und das Pharon-Großschwert als Großwaffe ebenfalls. Nun habe ich mir zusätzlich auch noch das Schwert des Lothric-Ritters erfarmt. Wie ihr das bekommen könnt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Das ist ein wahnsinnig gutes einhändiges Schwert, denn gerade im ersten DLC werden wir es sehr viel mit Gang-Squads zu tun bekommen, also großen Gruppen von kleinen Gegnern. Und da ist es immer gut, einen Schild dabei zu haben. Also haben wir jetzt hier mit dem Lothric-Ritter-Schwert auch noch eine fantastische Geschicklichkeits-Einhandwaffe. So, dann habe ich mir zusätzlich noch den standardmäßigen Langbogen einfach mal hochgezogen auf plus 10. Den müsst ihr euch natürlich nicht hochziehen, ihr könnt auch einen anderen Bogen benutzen. Aber Bogen dabei zu haben ist immer eine gute Sache. Dann natürlich hier noch Zauberstab und Pyromantieflamme, falls wir das mal irgendwie brauchen sollten. Und ein paar Schilde. Wir haben eine Fackel, denn, ja, ich muss es euch leider beichten, es wird in dies vor allem im ersten DLC auch wieder Situationen geben, wo wir mit Würmern infiziert werden oder wo es mal sehr dunkel wird. Und da wollen wir eine Fackel dabei haben. Außerdem habe ich den Parierschild dabei zum Parieren, den Graswappenschild für bessere Ausdauerregeneration, den normalen Wappenschild für gute Dunkelschadenabwehr und Magieabwehr. Und den Drachenwappenschild. Den Drachenwappenschild habe ich mir auch hochgezogen auf plus 5, einfach weil dann die Haltung, also die Robustheit, wie viel Ausdauer ihr verbraucht beim Blocken, das ist dann effektiver, wenn der Schild geupgradet ist. Ihr könnt auch sehen, ne, der normale Wappenschild hat unten rechts bei Abwehrminderung nur Haltung 49 und der hat jetzt Haltung 56. Außerdem hat er eine wahnsinnig gute Feuerabwehr und das ist in beiden DLCs eine ziemlich gute Sache. Rüstungen habe ich jetzt drei verschiedene dabei. Einmal das normale Standard-Söldner-Set, das ist egal. Aber was ich aktuell benutze hier, ist das Wolfsritter-Set, also das Set von Ritter Artorias aus Dark Souls 1. Das hat solide Verteidigungswerte und den Vorteil, dass es aber trotzdem relativ leicht ist. Als Ausgleich habe ich auch noch, also als Alternative, habe ich hier noch das Vorreiter-Set dabei. Das hat nämlich eine sehr hohe Kälteresistenz und das wird für uns bei einem Boss speziell hier im ersten DLC sehr nützlich sein. Wir schnacken jetzt aber gar nicht mehr lange, sondern machen uns gleich mal auf in Richtung des ersten DLC-Eingangs. Der Eingang zum ersten DLC befindet sich in der Kathedrale des Abgrunds in der Kapelle der Läuterung. Da reiten wir gleich mal hin. Ich bin absolut im Elden Ring-Modus gerade. Da warpen wir uns natürlich hin. Das ist so ein bisschen eine Beginner's Trap. Also der DLC ist ja sehr früh zu erreichen. Kathedrale des Abgrunds ist ein Early- bis Mid-Game-Gebiet. Aber ich rate euch trotzdem an, ihr solltet das Spiel möglichst durchgespielt haben oder fast durchgespielt haben, bevor ihr diesen DLC angeht. Und hier haben wir schon hinter einer nachladenden Textur, die sich gerade irgendwie etwas viel Zeit lässt. Feuer für Ariandel, Feuer für Ariandel. Ja, komm, heul dich mal aus. Das hier ist Sklavenritter Gale.
Das ist einer der Hauptcharaktere der beiden DLCs. Hast du mal fertig geheult, Gail? Okay. Und dieser NPC wird uns auch in den ersten DLC führen. Deshalb sprechen wir ihn einfach mal an. You've the same scent as that woman. Then you must be an action man. You must be. Oh. You don't know how long I've searched. Ein sehr vertrauenserweckender Zeitgenosse. Na Junge, ich muss dich aber leider beachten, weil ansonsten bist du die ganze Zeit am Rumpflennen, wenn ich an dieses Leuchtfeuer komme. Und wir nehmen das natürlich an. Und wir haben gelernt, in Dark Souls ist es grundsätzlich immer eine gute Sache, alle Sachen anzugrapschen. Dementsprechend ist es für uns absolut logisch, dass wir das Stückchen von diesem Gemälde, was er uns hier hinhält, auch gleich angrapschen. Was kann da nur schiefgehen? Und tschüss. And then the ashes were too. Genau, wir wurden jetzt sozusagen vom Gemälde eingesaugt und kommen jetzt dann innerhalb des Gemäldes raus, in der, hör mal auf zu lachen, Gail, in der gemalten Welt von Ariandel. Und das ist dann auch das DLC-Gebiet. Jetzt warten wir hier noch kurz, bis es geladen hat. So, hier sind wir. Hier wird es jetzt weitergehen. Wir drehen uns aber als allererstes einmal um. Hier haben wir nämlich einen höchst interessanten Charakter. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was die Lore hinter dem Dude ist. Er hängt da auf jeden Fall so ein bisschen an so einem verfaulten Zeug rum und hat auf jeden Fall was zu erzählen. Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Sehr gut. In diesem Gemälde scheint es offenbar nicht mehr allzu gut herzugehen. Hier ist alles so ein bisschen verrottet und gut eisig ist es sowieso. Das haben Eiswelten so an sich. Hier sind wir jetzt in der gemalten Welt von Ariandel. Hier haben wir auch gleich eine Entwicklernachricht. Nur die Mächtigen dürfen passieren. Das sagt uns im Endeffekt, dass wir hier erst im absoluten Endgame hingehen sollten. Und hier haben wir auch unser erstes Leuchtfeuer. So, jeder Dark Souls-Spieler, jeder, der Dark Souls 2 gespielt hat, den DLC oder der Elden Ring gespielt hat, den graust es beim Anblick solcher Schneegebiete, wo man schlecht sehen kann. Und die gemalte Welt von Ariandel, zumindest der erste Teil, stellt da keine Ausnahme dar. Ich habe jetzt gerade unser Lothric-Schwert ausgepackt und den Schild in der linken Hand, denn in diesem Wald lauern einige ganz schön böse Gefahren. Wir halten uns hier erstmal rechts und drücken immer mal wieder den rechten Stick rein, dann können wir nämlich die Gegner schon markieren, auch wenn wir sie vielleicht zum Teil noch nicht sehen können. Wir bekommen es hier nämlich gleich mit einem neuartigen Gegnertyp zu tun. Hier haben wir sie schon. Das sind diese Anhänger. Wir gehen mal den ersten an. So, jetzt gehen wir gleich mal auf Abstand, denn wir haben jetzt wahrscheinlich schon die ganze Meute auf uns aufmerksam gemacht. Da hinten ist schon der Nächste, der wirft mit einem Speer nach uns. Und das können die auch ganz gut. Deshalb ist es praktisch, dass wir einen Schild mit Feuerabwehr da haben.
So. Versuchen wir doch mal hinter dich zu kommen und dich gleich zu backstabben. Und wir werden gar nicht hektisch, wir lassen uns Zeit, gehen den nächsten an. Wir haben ein Schild dabei, also können wir auch gut mal einen Schlag wegstecken. Da passiert uns erstmal nichts. So, das waren die ersten beiden davon. Wir halten uns weiter erstmal rechts und kümmern uns um den Rest der Horde. So, da wird wieder losgesperrt. Und weg mit dir. Da hinten war noch einer. Hoppala, sag mal. So, links habe ich noch einen gehört, da unten. Dieses Item da auf dem Schneebett da, das holen wir uns erstmal noch nicht. Da werden wir nämlich einbrechen und kommen dann hier erstmal nicht mehr zurück. Das möchten wir natürlich vermeiden. Guten Tag. Ihr seht, mit unserem Lothric-Ritter-Schwert machen wir extrem guten Schaden. Ich zeige das nochmal kurz. Wir machen nämlich auch 110 kritischen Schaden. Das heißt, wir machen bei Backsteps ein bisschen Bonusschaden im Vergleich zu anderen Waffen. Das ist sehr, sehr praktisch. So, jetzt haben wir hier diesen Abschnitt erstmal abgeschlossen und bleiben auf der rechten Seite und erkunden jetzt diesen oberen Teil erstmal fertig. Da hinten haben wir den nächsten Anhänger, da unten haben wir ein Item. Diese Bäume hier können wir uns übrigens schon mal merken, diese Baumladies, die werden nämlich alsbald auch zum Leben erwachen. Hier haben wir den nächsten. Ja, du möchtest jetzt gerne Feuer pusten, ich hab's schon gemerkt. So, wir halten uns auf der rechten Seite und werden gleich noch ein Item finden. Hier haben wir wieder so ein Verrottungsnest mit einem neuen Gegnertyp. Diese absolut widerwärtigen Fliegen. Jeder, der den Elden Ring DLC schon gespielt hat, der wird diese Fliegen kennen. Die wurden da nämlich recycelt. Ein giftiger Edelstein, das passt sehr gut. So, wenn wir jetzt weiter uns rechts halten, dann werdet ihr sehen, kommen wir gleich wieder am Anfang raus. Ich laufe es trotzdem nochmal fertig ab. Da vorne geht es jetzt dann zu unserem Leuchtfeuer. Jetzt haben wir also diesen ersten oberen kleinen Abschnitt schon mal abgeschlossen. Und jetzt werden wir uns gleich hier hinten runterfallen lassen. Bei diesem Item da vorne, da kommen wir jetzt sozusagen eine Ebene tiefer. Und bleib. Eisblauer Moosklumpen, das ist für Frostresistenz. So, jetzt sind wir eine Ebene weiter unten gelandet in diesem Wald. Und dieser Wald hat es in sich. Wir haben mehrere Möglichkeiten, wo wir lang gehen können, aber wir werden als allererstes jetzt mal aufpassen, dass wir diesen Wald geklärt bekommen. Innerhalb dieses Waldes gibt es nämlich den ein oder anderen Pudel. Und das ist sehr unangenehm. Hier gibt es sehr, sehr, sehr viele Wölfe. Und denen wollen wir natürlich möglichst aus dem Weg gehen. Beziehungsweise wir wollen sie sicher einzeln platt machen, bevor sie anfangen zu heulen und wir dann die ganze Truppe am Arsch kleben haben. So, ihr seht da hinten schon den ein oder anderen Hund rumliegen. Deshalb werde ich schon mal versuchen, den Bogen auszupacken. So. Okay, ich habe das absolut grandios gemacht. Ich wurde gerade, glaube ich, schon gesehen. Sehr gut. Packen wir, wie immer beim Kampf gegen Hunde, unseren Schild aus und lassen sie erstmal dagegen springen. Wir halten uns hier möglichst an der Wand. Jetzt haben wir sie gleich alle an der Backe, das haben wir schlau gemacht. Wir halten uns hier oben an der Wand und warten, bis sie ankommen. Naja gut, wenn ihr mich hier gar nicht sehen könnt, ist das natürlich auch okay. Es gibt unter den Wölfen auch welche, die ein bisschen größer sind als die anderen.
Das sind sozusagen die Alphas von denen und die heulen, wenn sie uns sehen. Also so ganz rausgekriegt habe ich das Konzept hier nicht so ganz, also nach welchem Prinzip die Wölfe einen jetzt entdecken und nach welchem Prinzip sie jetzt dann anfangen zu heulen. So. Dementsprechend, allzu schlimm sind sie nicht. Komm, hüpf mich an. Ihr kennt unsere altbewährte Regel. Die Wölfe betreffend. Sie einfach gegen unseren Schild prallen lassen und dann sind wir ziemlich fein. Und möglichst nicht einkreisen lassen. So. Das sah jetzt schlimmer aus, als es war. Die machen nicht allzu schlimmen Schaden. Können aber ziemlich nerven in der Gruppe. So, kümmern wir uns jetzt um euch noch. So. Hier laufen wir erstmal nicht weiter, denn dort oben seht ihr einen ganz, ganz, ganz besonders großen Pudel. Um den wollen wir uns jetzt erstmal noch nicht kümmern. Wir klären jetzt erstmal weiter dieses große Feld. Wir haben jetzt hier im Wesentlichen die meisten Wölfe schon erledigt. Da hinten sind noch welche. Guten Tag. Dong. Und stirb. Wir haben jetzt hier auf dem großen Feld im Wesentlichen die Wölfe erledigt. Und haben jetzt... Da ist noch einer. Haben jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir weitermachen können. So, dich noch weg. Auch wenn du da so knuffig rumliegst. Dong. So, zum großen Pudel kommen wir gleich. Wir können jetzt hier nach oben gehen. Das ist der direkte Weg zum zweiten Leuchtfeuer. Den werden wir auch gleich einschlagen. Wir können hier rechts entlang gehen. Das werden wir als erstes machen. Und wir können dort hinten unter dem Pudel entlang gehen. Das ist ein optionaler Bereich, der ziemlich schwer ist. Den werden wir also erst am Schluss angehen. Also halten wir uns erstmal hier rechts und gehen hier rauf. Und hier bekommen wir es auch gleich mit einem neuen Gegnertyp zu tun. Diese Bäume wachen nämlich jetzt auf. Ich würde fast sogar sagen, dass ich hier jetzt für diese Situation mal lieber unser Söldner-Doppelschwert auspacke. Das macht nämlich ein bisschen mehr DPS. Die sind einzeln ziemlich ungefährlich, wenn man sie allerdings am Leben lässt. Und sie können nämlich böse Fernkampfangriffe starten und das wollen wir möglichst vermeiden. So. Davor haben wir jetzt hier noch eine ganze Truppe von diesen Anhängern. Die versuchen wir jetzt auch möglichst einzeln mit Pfeil und Bogen anzulocken. So, komm her. Und stirb. Weil ihr wisst Bescheid, Gegnergruppen in Dark Souls sind immer ein Problem und das da oben sind vier Stück davon und die können euch mal ganz schön schnell das Licht ausknipsen. Komm her. Mit deinem Pfeil im Kopf. Schaust richtig drollig aus. Nee, lass mal gut sein. Mit deinem Feuer. Und weg mit dir. Und kommen wir zu euch. Wir lassen hier absolut nichts anbrennen. Das ist auch der Grund, warum ich mir den Bogen hochgezogen habe. Einfach große Seele. Einfach, weil wir dann ein bisschen mehr Schaden mit ihm austeilen. Hier oben liegt meines Wissens auch noch ein Item, genau. Der Anhängerspeer, das ist der Speer, den die benutzen.
Allgemein, so unfassbar krassen Loot gibt es jetzt hier im ersten DLC tatsächlich nicht. Was aber auch daran liegt, dass man ja theoretisch hier schon in der Kathedrale des Abgrunds, also im Early- bis Midgame, hingehen kann. Und das wäre sonst ziemlich broken, wenn man sich hier so schnell overpowered machen könnte. So, wir gehen trotzdem noch nicht zu dem großen Pudel, sondern nehmen erstmal den Druck ein bisschen raus aus der Situation und gehen zum zweiten Leuchtfeuer. Der Abschnitt da hinten ist nämlich furchtbar schwer und das kann sehr frustrieren, wenn man immer wieder den Weg laufen muss. Deshalb gehen wir jetzt erstmal hier diesen schneebedeckten Hang nach oben und kümmern uns um die ein oder andere von diesen Baumdamen. So, ihr seht schon, die haben einen bösen Fernkampf drauf. Und davon wollen wir uns nicht allzu oft treffen lassen. So, Köderschädel, sehr gut. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir halten uns ganz rechts, denn dort oben sind auch wieder relativ viele Pudel zu finden. Ja, genau, da gibt es auch noch diese andere Variante davon, die macht Eis. So, und da vorne haben wir jetzt gleich den nächsten Pudel. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Abstand. Wir wollen uns nämlich nicht von den Feuergeschossen treffen lassen. Und kümmern uns lieber erstmal um die Pudel. Sehr gut. Das sind nämlich einige da oben. So. Laufen wir ein bisschen im Kreis, damit sie uns nicht treffen. Ihr seht, das kann unfassbar nervig sein, diese Angriffe von denen. Und da haben wir jetzt auch schon gleich den nächsten. So, stirb. Und keine Angst, wir haben das Leuchtfeuer auch bald erreicht. Oh, da unten kommt schon die nächste Fliege auf uns zu. Denn hier unten haben wir wieder so ein wunderschönes, verrottetes Nest. Da liegt allerdings ein toller Zauber drin. Hey, du da. Chill mal ein bisschen. Da liegt allerdings ein toller Zauber unten drin, den wir uns gerne holen wollen. Auch wenn es hier natürlich brutal widerlich ausschaut. Hier, gefrorene Waffe. Das ist ein Zauber, mit dem wir unsere Waffe Frost verzaubern können. So, jetzt haben wir diesen Abschnitt im Prinzip schon abgehakt. Ich werde mal meine Waffe wieder... Nein, ich behalte meine Waffe erstmal noch. Jetzt haben wir diesen Abschnitt im Prinzip schon abgehakt. Und hier geht es jetzt direkt zum zweiten Leuchtfeuer. Hi! Hinter dieser armseligen Gestalt. Schwarze Feuerbomben. Ja, Feuerbomben sind hier in der gemalten Welt von Ariandel tatsächlich eine gute Lösung für Probleme, denn viele Gegner sind feueranfällig. Genau, hier, dieser Weg, ich gehe mal ganz kurz hin, da werden wir später von oben, da geht es zu diesem optionalen Seitenbereich, da werden wir später von da oben runterkommen. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter bis zum Leuchtfeuer und werden das aktivieren, werden aber nicht dran rasten, einfach damit die Gegner nicht weg sind. Wir haben noch nicht, damit die Gegner nicht wieder da sind, wir haben noch nicht allzu viele Estus-Flakons verbraucht. Und haben da hinten jetzt eine wunderschöne Aussicht auf sozusagen den Main-Inhalt dieses DLCs. Hier die Ariandel-Kapelle, wo wir uns sehr viel drin aufhalten werden. Dort unten ist ein Dorf, da unten ist auch noch was in dieser Schlucht, dort hinten ist ein Wald. Das werden wir alles in den nächsten Episoden erkunden. Aber erstmal gehen wir zu diesem Leuchtfeuer hier, versteckt in dieser Höhle, und aktivieren das schon mal. Wenn ihr jetzt nämlich einfach nur den DLC durchspielen wollt, könnt ihr im Prinzip hier
weitermachen, einfach über die Brücke gehen und weiterspielen, wie was wir dann in der nächsten Episode machen werden. Wenn ihr aber alles mitnehmen wollt, müsst ihr wohl oder übel auch noch diesen optionalen Seitenbereich machen, zu dem wir jetzt zurücklatschen werden. Also alles, was jetzt kommt, ist für den Progress im DLC absolut optional. Aber wir werden es natürlich trotzdem mitnehmen. Und das Erste, was jetzt ansteht, ist, dass wir uns mit dem großen Pudel anlegen müssen. Der große Pudel ist zum Glück bei weitem nicht so schlimm, wie er aussieht. Auf den ersten Blick. Er hat nicht so wahnsinnig viele Leben und wir müssen ihn an dieser Stelle auch nur bis zur Hälfte runterhauen. So. Wir werden ihn aber das ein oder andere Mal noch zu Gesicht bekommen. Oh, leck. So, ich benutze gegen den ganz gerne ein Schild, weil ich seine Angriffe relativ schwer vorherzusehen finde. Ich glaube, die Framerate ist gerade nicht so wahnsinnig glücklich darüber, dass ich das Spiel aufnehme. Wenn er so angestürmt kommt, auf jeden Fall immer durch ihn durchdodgen. Also nicht so, wie ich das gerade demonstriert habe. Das ist so ein Angriff, der mich bei diesem Hund jedes Mal trifft. Also wirklich jedes Mal. So. Jetzt haben wir ihn zur Hälfte runtergehauen und er verschwindet erstmal, gibt uns 3 große Titanitscherben. Wir können jetzt hier weitermachen. Wenn ihr gut aufpasst, könnt ihr hier oben auch schon gleich einen weiteren Gegner entdecken, der einen Wolf bei sich hat, beziehungsweise 2 Wölfe. Wir können jetzt diesen Gegner von hier aus schon mit Pfeil und Bogen ausschalten. Das werden wir auch machen. Achtung, die Pfeile, die der schießt, explodieren. Das sind sogar 2 davon. Das sind sogar 2 dieser blöden Sniper. So, jetzt müssen wir natürlich einen Punkt finden, wo wir ihn gut treffen können, er uns aber nicht trifft. Diese Mühlenfrostritter, die werden wir gleich auch im Nahkampf bekämpfen müssen. Da sind sie äußerst unangenehm. So, hast es mal. Er weiß jetzt auch nicht mehr so genau, wo er hinschießen soll. So, ein bisschen tiefer. Das ist hier mit der Kante natürlich, mit der Umgebungshitbox so ein bisschen schwierig. So, das war der erste. Jetzt kommt der zweite. Sag mal, was hast du denn für krasse Moves drauf? Ist natürlich nicht so wahnsinnig spannend, was wir jetzt machen, aber es vereinfacht uns doch den Progress später im Level ziemlich. Wenn wir ihn denn mal treffen würden. Ihr seht, die Kollegen, die haben nämlich echt ordentlich HP. Müssen wir ein bisschen umpositionieren. Hoppala! Und die Pfeile, die verschießen, sind echt böse. Die explodieren nämlich noch. Nachdem sie getroffen haben. So, weg mit dir. Die geben auch ordentlich Seelen. 1800 Seelen ist hier für so ein Gebiet, was recht schnell zu erreichen ist, ja relativ viel. Und jetzt packen wir uns... Na, wir behalten unsere Waffe.
Denn jetzt wird es sehr unangenehm. Jetzt kommt ein ausgesprochen unangenehmer Teil. Wir kommen jetzt mit mehreren dieser Mühlenfrostritter zu tun, nacheinander. Hier haben wir noch ein Item. Und da werden wir jetzt wohl oder übel mal herausfinden müssen, was die so drauf haben. Locken wir den ersten mal an. Die sehen nicht nur brachial aus, die sind auch genauso brachial, wie sie aussehen. Gucken wir doch mal, was sie so drauf haben. Auch bei diesem Gegner ist es immer eine gute Methode, sie zu umkreisen und zu backstabben. So. Ihr seht, sie verzögern böse ihre Angriffe. Und die machen Schaden aus der Hölle. Und das ist auch eine ganz fiese Kombo, die sie da drauf haben. Aber zum Glück können wir ihn backstabben. So. Warum ich jetzt hier mit Schild spiele? Ich versuche möglichst auf Safety zu spielen. Einfach, weil ich weiß, dass hier relativ viel kommt. Versucht hier nicht den Helden zu spielen bei diesem Abschnitt und irgendwie jetzt aggressiv da reinzugehen. Es lohnt sich nicht. Wir müssen uns diesen Turm noch hochkämpfen. Wir müssen uns da hinten auch noch durchkämpfen durch ein paar Gegner. Es lohnt sich wirklich nicht, hier überaggressiv zu sein. Und auf diesem Turm, weil es ja noch nicht schlimm genug ist, stehen hier auch noch einer direkt über meinem Kopf. Wir können einmal reinzoomen. Hier einer und dort oben einer. Jeweils so ein Mühlenfrostritter mit einem Bogen. Und von denen wollen wir natürlich auch nicht aufs Maul bekommen. So, hier haben wir so eine nette Frostdame. Und da vorne haben wir jetzt einen Mühlenfrostritter mit einem dicken Knüppel, der da patrouilliert. Wir versuchen erstmal den Hund anzulocken einzeln, der mit ihm dabei ist. Es reicht offenbar nicht ganz. Doch, jetzt reicht es, sehr gut. So. Er hat uns schon gesehen, ich habe ihn rennen gesehen. Wo ist er denn? Da hinten ist nämlich noch ein weiterer. Wir müssen noch aufpassen, weil wir können jederzeit entdeckt werden von oben. Da ist er! Hi! Den locken wir jetzt erstmal hier ein bisschen auf Abstand. Denn die hier mit ihrem Knüppel sind wirklich brandgefährlich. Unterschätzt diesen Gegnertyp nicht. Sehr gut, das lief jetzt, kleine Titanitscherbe, absoluter Joke, die Belohnung. Das lief jetzt glücklicherweise sehr gut. Kümmern wir uns da hinten um den Pudel. Oder wir kümmern uns auch nicht um den Pudel. Immer in Bewegung bleiben, solange wir unter Beschuss stehen. Holen wir uns da hinten das Item gleich mal, was da rechts liegt. Da haben wir das nämlich schon erledigt. Heimatknochen. Für den Arsch. So. Und jetzt erstmal Abstand nehmen. Und wieder in Deckung laufen. So. Jetzt haben wir uns um den Pudel gekümmert und warten jetzt, bis der nächste Mühlenfrostritter ankommt. Hey! Wie hast du das denn gemacht? Hast du mich vergessen? Hast du mich vergessen?
Das ist natürlich eine absolute Schisserstrategie, die ich hier fahre, aber glaubt mir einfach, das ist, es lohnt sich. Es lohnt sich nicht, da rein zu rushen und aggressiv zu spielen. So. So, jetzt ist uns raus, Dauer weg. Sehr gut. Und down ist der nächste Mühlenfrostritter. Ein schwerer Edelstein, das ist natürlich mal eine passende Belohnung. Könnt ihr mal aufhören, mich dazu beballern? Und jetzt heißt es natürlich, auf den Turm zu. Wir haben jetzt hier außerhalb des Turms alles erledigt. Und müssen jetzt hier unten rein. So, Achtung, der erste dieser Ritter wird sofort auf uns runterspringen von der Ebene von oben. So, hier. So, ich habe gehofft, ich kann ihn vielleicht backstabben. Aua. Gehen wir erstmal nach draußen, locken ihn mal raus, wo wir ein bisschen mehr Platz gegen ihn haben. Yeses. Jetzt hat er sich nämlich so gebufft mit so einer roten Aura. Und dann machen sie nochmal ganz besonders viel Schaden. So. Ich versuche ihn die ganze Zeit zu backstabben, das will er leider gerade nicht so mitmachen. Das war jetzt natürlich nicht so schlau von mir. So, mein Lieber. So, reinlaufen. Immer nur einen Schlag setzen. Immer nur einen Schlag setzen, denn diese Gegner lassen sich nicht wirklich unterbrechen. So, jetzt haben wir den Backstep bekommen. Sehr gut. Bleibt noch der nächste oben im Turm. Aber wir haben noch genug Heilflaschen, da sollten wir gut durchkommen. So, jetzt sind wir innerhalb des Turms angekommen. Hier liegt jetzt auch das ein oder andere Item noch rum. Hier schon das erste. Seele eines kampfesmüden Kriegers. Und ihr hört auch schon den Crystal Lizard. Hier oben hat er gestanden. Und hat auf uns runtergesniped. Ja, oben grunzt er schon der nächste. Hier geht es jetzt weiter hoch über die Leiter. Und da haben wir diesen besagten Crystal Lizard auch. Jetzt wollen wir aber als allererstes den Typen da mal loswerden. Wir schleichen uns an, versuchen ihm den Backstep zu verpassen. Mit mäßigem Erfolg. Also holen wir uns erstmal den Crystal Lizard hier. Und laufen mal nach unten. Versuchen ihn hier runter zu locken. Denn hier unten haben wir natürlich viel mehr Platz als oben. Ja, wie jetzt? Hast du keinen Bock mehr auf mich? Das ist auch eine praktische Strategie, die du gerade fährst. Also nicht, dass ich mich jetzt beschweren würde über das, was du da machst. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren würde. Aber nehmen wir natürlich mit. Das hat absolut nichts mit Cheesen oder so zu tun.
Nein, aber ihr wollt diesen Abschnitt ja kein zweites Mal spielen müssen. Ihr wisst, wir haben kein wirklich sinnvolles Bonfire gefunden, was uns hier den Weg hin verkürzen würde. Und diese Gegner sind echt furchtbar zu bekämpfen. Deshalb nehmen wir natürlich jeden strategischen Vorteil mit, den wir bekommen können. Und wenn seine KI da gerade so ein bisschen buggt an dem Eck, ist das ja schön und gut. Wir müssen sie auch tatsächlich alle relativ schnell erledigen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, denn der Schild, den sie benutzen, also der Anhänger, also der Mühlenfrostritter Schild, der regeneriert, wenn man ihn trägt, langsam HP. Den können wir auch bekommen, den werden wir uns auch holen gleich. Und wenn man zu lange braucht, um die Zeitgenossen runterzuhauen, dann heilen sie sich einfach wieder hoch. Das ist ziemlich gemein. So, jetzt holen wir uns hier. Hier ist er. Ätherischer Eichenschild. Wenn wir den tragen, heilen wir uns hoch automatisch. Zwar sehr, sehr langsam, aber auf jeden Fall eine coole Angelegenheit. So, jetzt geht's rauf im Turm. Wir haben es fast geschafft. Noch ein kleines Stückchen, da wartet allerdings noch eine unangenehme Kletterpassage auf uns. So, hier oben sind wir. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wir können rausgehen, wir können aber auch, wir müssen hier rüberspringen, nicht wahr? Ich glaube ja, wir müssen hier rüberspringen. So. Und holen uns hier die Mühlenfrost-Streitaxt. Das ist die Axt, die benutzen. Die ist ziemlich gut. Die ist nur leider, wenn wir sie benutzen, bei weitem nicht so brachial und mächtig, wie wenn das die Mühlenfrostritter machen. Aber das ist eine sehr gute Waffe, auch für einen Level-1-Run tatsächlich. Also, wenn ihr einen Level-1-Run machen wollt, dann holt euch diese Mühlenfrost-Axt zusätzlich zum Breitschwert. Sie hat wenig Attributsanforderungen, dass man sie benutzen kann. Und ist dafür ziemlich stark. So, jetzt sind wir hier draußen auf den wackeligen Brettern. Da fühle ich mich immer extrem unwohl. Klettern hier jetzt rauf. Und haben auf diesem schmalen Balken... Hier haben wir noch eine große Seele. Und auf diesem schmalen Balken jetzt das letzte Item. Die Asche des Hauptmanns. Oh, Fallschaden ist eine Sache. Die Asche des Hauptmanns, die können wir unserer Schreinmaid bringen und dann bei ihr neue Sachen kaufen. So, jetzt haben wir diesen ersten ganz, ganz, ganz unangenehmen Abschnitt der gemalten Welt auch schon fast abgeschlossen. Jetzt fehlt uns nur noch ein weiterer Encounter mit unserem Lieblingspudel. Freut euch schon mal drauf. Jeder, der meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß auch, dass dieser Pudel, dass ich ihn einfach liebe. Also das ist mein absoluter Lieblingsgegner. Wir haben hier jetzt alles eingesammelt. Vielleicht liegt irgendwo noch ein Heimatknochen oder irgendein Krampf rum. Aber, oh, wo wir gerade dabei sind, hier liegt noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Das ist hier in dem Schnee natürlich auch immer ein schwerer Edelstein. Da haben wir mittlerweile echt genug davon. Das ist hier in dem Schnee auch immer extrem schwierig, den Überblick zu behalten. So, dort oben kommt jetzt gleich, also wenn wir hier durchlaufen, kommen wir zu besagter Stelle, wo wir uns droppen lassen können und auch direkt zum Leuchtfeuer runterkommen. Bevor wir das machen, da oben kommt nämlich dann der Pudel, klären wir noch diesen kleinen Seitenbereich. Das ist der Bereich, wo die beiden Mühlenfrostritter gestanden haben, die wir abgesniped haben. Hier ist jetzt noch der ein oder andere Baum. Meine Fresse, sind die nervig. Allgemein, diese Bäume, die gewinnen, glaube ich, echt von mir einen Preis für einen der nervigsten Gegner in Dark Souls 3. So, heil dich. So, dann frostet er noch hin und hinterher.
Und hier wären eben noch zusätzlich zu den Hunden, die da noch stehen, noch diese zwei Mühlenfrostritter mit ihren Äxten gestanden. Was mit dir? Nee, du wachst nicht auf. Also zwei Mühlenfrostritter, drei Hunde plus diese Bäume. Das ist eine ganz, ganz unangenehme Stelle. Ihr seht jetzt, hier sind wir wieder oberhalb von dem ersten Waldstück, wo wir die vielen Wölfe hatten. Hier haben wir jetzt noch ein Item. Den Mühlenfrost-Großbogen, schöne Belohnung. Und hier ist, glaube ich, noch der Drop von dem ersten Mühlenfrostritter. Und jetzt haben wir es wirklich fast geschafft. Oh, noch einer. Jetzt haben wir es wirklich fast geschafft. Jetzt steht nur noch der letzte Encounter. Na, der letzte Encounter ist es leider nicht, aber der letzte Encounter alleine mit dem großen Pudel aus. Also dieser Abschnitt ist wirklich unfassbar schwer. Es ist absolut keine Schande, wenn ihr den häufiger mal probieren müsst. So, dort oben haben wir Hunde, die warten auf uns. Jetzt ist die Frage, können wir da weit genug hoch? Das habe ich nämlich selber noch nie ausprobiert. Das wäre jetzt sozusagen eine Premiere für mich. Sehr gut. Können wir zumindest einen der Hunde schon mal anlocken? Denn der große Pudel, der wird dort hinten über meinem Kopf gleich erscheinen. Und wie so oft ist er nicht alleine, sondern hat seine Pudelfreunde mitgebracht. Und wir können jetzt zwei davon schon mal hier im Voraus ausschalten, was ich natürlich dankend annehme. Komm her. So, da oben ist er jetzt. Genau, ich nehme jetzt mal ein bisschen Abstand, weil ich glaube, er hat ein paar Freunde dabei. Genau, er hat hier den ein oder anderen Pudelfreund dabei. Und wir ziehen uns jetzt hier in diesen, hier an diese Stelle zurück. Denn hier können wir uns besser verteidigen gegen die Pudels. Hier kommt seine KI nämlich nicht rein. Hier kommt seine KI nicht rein und dadurch haben wir ein sehr leichtes Spiel gegen ihn. Und auch die anderen Pudel sind nicht so das Problem. Und wieder müssen wir ihn nur zur Hälfte runterhauen und er verschwindet und gibt uns jetzt sogar große Titanitscherben. So. Die kleinen Pudels kommen leider rein, wenn sie wollen. Aber wie ihr sehen könnt, das ist ein wirklich großer strategischer Vorteil, den wir uns hier erarbeitet haben durch diesen Torbogen. Ich glaube, einer ist noch da. Wo ist er denn? Da ist er. So, und wenn ich mich recht entsinne, dadurch, dass wir jetzt diesen Pudel zweimal ungenietet haben, hat er wird uns nämlich in der nächsten Episode in einem Bosskampf nochmal begegnen und dort wird er dann schon ein bisschen angefressen sein, also HP-mäßig. Jetzt steht zum Glück nicht mehr allzu viel an. Dieser furchtbare erste Abschnitt, das ist auch einer der Gründe, warum ich die DLCs so lange aufgeschoben habe, weil ich Abschnitte wie diesen einfach unfassbar unattraktiv zu spielen finde. Achtung, wir brechen hier nochmal durch, kriegen natürlich keinen Fallschaden, keine Angst. Wir können jetzt hier Schritt für Schritt nach unten. Hier liegt auch noch irgendwo ein Item. Hier, eine große Seele, sehr gut. Und jetzt sind wir hier bei diesem Seitengang, wo ich euch gezeigt habe, da kommen wir dann später runter. Und direkt am zweiten Bonfire. Und wir haben, ihr könnt schon mal aufatmen, wir haben jetzt einen ganz, ganz, ganz unangenehmen Abschnitt des DLCs bereits gemeistert. Leichter wird es nicht, leider, aber wir haben ganz, ganz, ganz großen Schritt schon mal geschafft. Dementsprechend verabschiede ich mich für die heutige Episode. In der nächsten Folge werden wir uns dann dort hinten, ich zeige es mal, werden wir uns mit dieser Kapelle dort hinten beschäftigen.
und auch einen optionalen Bereich unterhalb dieser Brücke erkunden. Da kommen wir nämlich in ein Loch runter, seht ihr schon auf der anderen Seite. Dort werden wir dann auch einen optionalen Bosskampf haben und diesen Boss besiegen. Also freut euch schon mal auf die nächste Episode. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal hier in Einsteiger Guide von Dark Souls 3 wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.